Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu League of Legends. Heute geht's auf die Top Lane mit unserem Meisterlaner Nasus. Jo, wir müssen heute gegen Jace ran, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Gegner, die haben ein ziemlich... gut, Malphite zähle ich jetzt mal nicht wirklich als AP, sondern als Tank. Ja, dann haben die ein ziemlich AD-basiertes Team. Was nicht heißt, dass wir keinen Magic Resist brauchen werden, denn die Zyra kann auch ordentlichen Schaden ausrichten. Jo, ich habe die letzten Tage sehr zu knabbern gehabt an diesem Spiel, weil, ja, ihr kennt das alle, ne? Was für Teams man teilweise zugewiesen bekommt. Die einen feeden, die anderen, ja, die trollen, die anderen sind nur noch am Flame. Und ich bin auch so ein bisschen, merkt ihr vielleicht an der Stimme, leicht angeschlagen. Aber insgesamt, Jace ist doch in der Mitte, Trinder mehr top, offensichtlich. Oder Malphite mit Smite, ja. auf jeden Fall gab es auch hier im Vorhinein jetzt so ein bisschen Gebrabbel zwischen den dreien hier. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Der wollte ursprünglich Mitte spielen, hat jetzt doch Support gepickt. Weiß nicht, was die da alles machen. Klingt auch wie ein komplett normaler Spieler. Hansus Wurstos 2, weil Hansus Wurstos wahrscheinlich schon belegt war. Ja, wie ein leckeres Schinken-Käse-Baguette. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir heute eine gute Partie haben. Denn ich hatte gestern mit Marco den absolut besten Nasus, den ich je gespielt habe. Ich war mit einer Kill-Participation im Team von gut 50% dabei. Und habe darüber hinaus nach so Minute 25 220 Farm gehabt. Also hatte fast diese 10 Farm pro Minute und war halt trotzdem, wie gesagt, effektiv an den Teamfights beteiligt. Zwischen Leben und Tod liegt die Unsterblichkeit. Aber irgendwie wollten die Teams nicht. Und ich entscheide mich bei solchen Runden im Endeffekt dann doch immer, okay, gut, das eine oder andere Mal habe ich die halt schon veröffentlicht, aber das Feedback dazu ist auch nicht so schön. Also Leute sagen, Dave, also es gibt natürlich viel Rückhalt, Dave, jeder hat mal so eine Phase, jeder kriegt mal solche Leute, aber manche Leute fühlen sich dann auch irgendwie direkt schlecht unterhalten und wollen direkt, dass man ja, so eine Folge überhaupt gar nicht ausstrahlt. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe keinen Bock auf Diskussionen auf YouTube. Es ist zwar mein Channel, ich kann selbst entscheiden, was hochkommt und was nicht. Und meiner Meinung nach war das so ein sehenswertes Spiel. Auch wenn meine Meinung nicht unbedingt, nicht meine Meinung, sondern meine Stimmung dabei nicht unbedingt die beste war. Aber wenn Leute meinen, dann lasse ich es jetzt einfach mal sein, weil ich habe keinen Bock auf Diskussion. So, Toplane gegen Trindamere. Aufpassen muss man definitiv, wenn man Level 6 sieht beim Gegner. Denn das bedeutet, dass er theoretisch sogar eine Chance hat, einen zu diven. Und das kann unschön enden, definitiv. Die Weissagung aus Tierkadaver. Was ich ganz gerne mal mache, in so einer Position habe ich jetzt den Minion gehittet. Ne, nicht den Minion, sondern den Dingens gehittet. Den Trinder. Der Minion hat mich gehittet. Aha, da hat jetzt einer First Blood geholt. Und ein Minion hat mich gehittet. Dadurch habe ich jetzt halt die Minion-Agro gehabt. Aber so viel Schaden habe ich durch die Minions halt nicht bekommen. Positiver Effekt. Ich habe meine Mastery nutzen können. Ohne großen Schaden zu bekommen, habe ich jetzt die Mastery nutzen können. Ach Mist. Und er war hier auch inmitten der Minions. Ist immer noch im Minion Aggro. Überlebt die Sache aber. Ja, blöder Fehler. Den besten Nasus, den ich jemals gespielt habe, werde ich heute wahrscheinlich nicht wiederholen. Gerade im Moment zumindest nicht. Ich hoffe, er hat den E-Spell deaktiviert. Ja, jetzt hat er ihn gemacht. Sehr schön. Damit der Gegner nicht eine Vorwarnung kriegt. So, Vorsicht, ich bin da. Ich bin Warwick. Ich bin hier, ne? Leider kein Kill. Da hat der Trinder doch schon ein bisschen Glück auch am Anfang. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Es gab schon schlechtere Earlys von mir mit Nasus.
Ab dem nächsten Spiel übrigens, was ich hochladen werde, werde ich auch mal wieder ein paar neue Champions austesten. Ich bin halt einfach nur gerade so verbissen dabei, einen Ranked jetzt nochmal zu gewinnen, ehe ich neue Champions austeste. Und ich habe halt einfach so eine extreme Pechphase, so eine extreme Lose Streak. Ich kann euch mal von diesem besten Spiel mit Nasus, das ich jemals hatte, berichten. Insgesamt hatten wir 3 Spiele. 2 liefen sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Ein Spiel war so, ich war Jungler, Aatrox und die Mitspieler haben angefangen zu feeden, noch bevor ich angefangen habe, anfangen habe können zu ganken. Da hatten die Gegner zum Beispiel einen 1-3-0 Shaco und es hieß von meiner Botlane aus, ja, der Shaco hat ja auf der Botlane das Spiel schon entschieden. Dann habe ich gesagt, Dude, der steht 1-3-0, der war höchstens an einem Kill beteiligt und ihr habt 5 Tode. Darüber hinaus war es dann häufiger so, dass auch die Toplane gegen Timo gestorben ist. Timo hatte sehr früh 3 Kills. Die Toplane bestand darauf, dass ich ganke. Habe ich gemacht. Timo hatte 4 Kills dann. Ja, kann man sich so ungefähr vorstellen. Der Trinder hat übrigens 3-mal Dorans Klinge gekauft. Das ist vielleicht nicht so schlau im Sinne der langen Frist. Er versucht jetzt die Lane zu freezen, aber gleich wird der Turret hier mithelfen. Eventuell. Ich kann die Zwischenzeit hier nutzen und kann mir Boots holen, wenn ich hier ohnehin nicht gerade zum Farmen komme. Der hat dann einfach ein gutes Potenzial, mich zu engagen, gegen mich zu engagen. Und diese beste Partie mit Nasus kann ich auch nochmal kurz erzählen. Da hatten wir einen Draven, 0-11 stand der. Und da hieß es von der Talia, wahrscheinlich First Time Talia, anders kann ich es mir nicht erklären. Draven, du machst ja gar keinen Schaden. Wo ich dann auf den Farm geguckt habe nach einer halben Stunde und gesehen habe, läuft bei dir, Talia. Du hast 80 Farm. Du redest von Schaden. 80 Farm nach einer halben Stunde. Das ist nichts. Das ist leider wirklich überhaupt nichts. So, das Ding ist, der kann sich gut hochheilen. Insofern, er kann auch viel von der Minion-Agro hier kompensieren. Von den Minion-Hits. Jace in der Mitte mit einem Tod. Sehr schön. Gefällt mir. 2 Kills für beide Botlaner bei uns. Ach du liebes bisschen. Das ist krass. 4 Kills. Die haben die einzigen Kills im Team. Okay, sehr schön. Und der Trindamer muss jetzt einfach pushen. Anders kann er einfach nicht. So, und wir holen uns jetzt als erstes den Cannon-Minion. Was möchte er mit diesen Pings signalisieren? Und wer vor allem? Okay, im Farm liege ich zurück. 41, nicht optimal. Habe ich auch schon angesprochen. Dürfte hier ein bisschen schwieriger werden in dieser Partie. Okay, sehr gut. Ich gehe nochmal hier kurz back. Zur Not habe ich noch meine Ulti, also ich kann hier auch durchaus noch ein bisschen fighten, aber ich entschließe mich doch dazu, kurz einen Abstecher zur Base zu machen und jetzt geht's wieder zurück. So, sehr gut. Ich bin sehr früh zurückgekommen. Ich dachte, er pusht eventuell in den Turret. Der Turret nimmt mir ein bisschen Farm weg. Aber es hat so geklappt. Besser geklappt, als ich mir gedacht hätte. So, damit reiße ich die gesamte Minion-Aggro auf mich. Der Turret wird hier nicht gehittet durch die Minions, sondern ich. Und das macht mir nicht so viel aus wie dem Turret. Zumindest auf der langen Sicht kann ich mich hochheilen, der Turret eher nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit am Mikrofon vorbeigesprochen habe, weil ich gerade merke, dass mein Positioning nicht so gut war im Real Life.
Okay, Warwick schneit gleich vorbei. Insofern, ich muss mein Mikro kurz nochmal verstellen. Insofern, ich lasse ihn hier ein bisschen vorne. Okay, die Ult ist draußen. Tschüss. 2-1 getradet. Zugunsten von uns. Saubere Sache. Gefällt mir. Ohne Malphite wäre die ganze Chose hier noch schöner abgelaufen. Aber so auch ganz gut. Der Turret. Die Knight jetzt schön viel Farm. 18 Farm Rückstand haben wir jetzt noch. Und das wird sich alles nochmal relativieren. Ob prozentual gesehen, das definitiv. Oder was die Dingens betrifft, was die was den Gesamtfarm betrifft, da werden wir jetzt auch auf jeden Fall aufholen, denn jetzt haben wir auch einen Kill, jetzt haben wir 40% Cooldown Reduction. Und diese 40% und jetzt pusht auch noch deren seine Wave. Ja, und ihm wird noch ein bisschen. Ja, ein Farm noch denied da. Von den Close Combat Minions. Ich glaube, der hier war das. Nennen wir ihn Olaf. Durch die Zeit, Alter. Nee, aber ich werde hier jetzt auf jeden Fall mich ein bisschen zurückkämpfen. 4 Kills auf der Jinx. Ach, das ist mal eine Partie, so wie ich sie mir wünsche. Läuft mal ganz gut. Na, na, der Flash. Er killt ihn trotzdem. Schöne Sache. Und damit kommt der nächste Assist auf unser Konto. Sehr schöne Sache. Mitte steht 1-3. Ich bin mir sicher, der Warwick würde das jetzt nicht schreiben, wenn die Mitte nicht in diesen dummen Gesprächen im Vorhinein verwickelt wäre. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Irgendwann ist man auch ein bisschen erschöpft von diesem Spiel. Von den Leuten primär. Dann denkt man sich halt, lasst sie einfach reden. Ist mir egal, wer jetzt was macht. Hauptsache, ich krieg meine Lane. Und Hauptsache, die Leute spielen ihre Lane mal ein bisschen gut. Und sonst ist es mir auch egal, was die Leute machen wollen. Okay. Der gute Kollege Trindamer hat Stadix fertig, aber auch nicht so viel. Also das meinte ich halt. Wir sind jetzt auch auf dem besten Wege, unser erstes Item gut nicht fertigzustellen. Aber ich sag mal, ich habe jetzt Item Worth von 2750 mit allen drei Sachen. Und er hat halt zwei Dinger verkaufen müssen. So. Drei Qs und sein Heal bedeuten trotzdem, dass er fast weg ist. Na, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. 40% bringen uns jetzt auch richtig nach vorne. Das erste Item, was ich gegen ihn speziell bauen werde, wird Deadman's Plate sein. Als erstes hole ich mir aber noch Phage. Der Dash weg, aber der Slow ging nochmal extrem lang. Ich habe keinen Mana. Absolut gar keinen Mana. Problematisch. Der Himmel besteht aus sterbenden Sternen. So, mal schauen. Wird er das denyen? Bei mir passt das vom Gold her nicht ganz für den nächsten Dingens, für das nächste Item. So, Ult ist draußen. Mach's gut, mein Lieber. Du hast jetzt zwar den Turm geholt, aber dafür haben wir dich geholt. Wir nehmen mal die Rolle des Todes ein. So. Absolut top motiviert gerade.
Eine doofe Aktion am Anfang, aber seitdem läuft's. Jetzt habe ich den Turm verloren. Das ist nicht optimal. Sage ich auch so, ja, direkt. Hätte ich eventuell verhindern können. Ich weiß aber nicht wie. Ja, dadurch, dass ich ihn hätte früher queuen können. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Aber, summa summarum bin ich zufrieden. In Sachen Farm, 11 Farm Rückstand. Und jetzt gibt's in der Mitte fettes Fratzengeballer. Wir holen uns den nächsten Turm. Das wäre, glaube ich, der erste Turm für unser Team im Spiel. So, der Kollege hat jetzt ganz, ganz große Probleme, glaube ich. Oh, Jinx Ult. Haut voll rein. Hat uns vorhin auch den Kill gegen Malphite übrigens beschert. Plötzlich hat es Feuerwerk geregnet. Die Feuerwehr hat geregnet, genau. Mit ihrem Feuerwehrschlauch. So, hätte ich jetzt... Ach Mist, der Q. An die falsche Adresse, aber trotzdem. Der Kill bleibt bestehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da haben wir viel für unsere Minions getankt und haben trotzdem noch den Kill geholt. Und den Turret. Ja, schöne Sache. Das ist wahre Hingabe zu den eigenen Minions, definitiv. So, ich werde jetzt aber Trinity erstmal zu Ende bauen, denn das nimmt zu viele Item-Slots im Moment ein. Also 3 Slots halt. Zack, machen wir einen draus. Und machen wir weiter. Also, ich bin zufrieden. 113 Farmen nach 170 Minuten, wollte ich gerade sagen. Aber 17 Minuten, nicht das Beste. Vom Farm her ausgeglichen jetzt und wir kommen zurück. Und in Sachen Kills, gut, da ist die Kill-Participation noch nicht die höchste. Aber jetzt, wo wir die Lane auch durch haben, können wir hier auch auf jeden Fall mal auf anderen Lanes vorbeischneiden. 1-4 steht es in der Mitte. Da helfen wir mal kurz aus. Haben jetzt einen Assist. Kollege Jace. Tschüss. Okay, jetzt werden wir gerade richtig stark für den Moment. Raus. Na, lassen wir es erstmal. Die Toplane wird gepusht. Nie die Übersicht verlieren, Leute. Nie zu stark irgendwo pushen. Sondern lieber mal gucken, dass man hier die Map irgendwie geroamt kriegt. Leider habe ich hier keine 50% Cooldown Reduction, weil es ja ein Cap gibt. Aber ich habe mir den Gromp geholt. So, er dasht hier eventuell jetzt rüber. Ja, er wartet nur, er wartet nur. Er wartet, bis ich hier hingehe. Genau, und jetzt geht er hier rüber. Beziehungsweise auf die nächste Wave hat er gewartet. So, mach's gut, mein Lieber. Einfach mal denied, dass er auf der Lane hier bleibt. So, ADCs sind tot. Na, leider ist bei uns eine 8-3 Jinx tot. Während bei den Gegnern die 0-5 Sivir jetzt tot ist. Na, wir können eventuell die Toplane ein bisschen hier vorne drücken, nach vorne drücken. Auf der Botlane gibt es aktuell kein Turret zu holen, deswegen TP ich da auch nicht hin. Come on.
Ich verstehe nicht, warum sie in dieser Position geblieben ist. Viel zu offensiv, meiner Meinung nach. Eieiei. Vier Leute in der Mitte. Wir kommen dazu. Probieren, Jinx hier zu helfen. Jawohl. Nein, komm schon. Ich wollte doch nur die Dingens kriegen. Oh, 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 oh. So, Minions hitten, um schneller zu werden. Durch unser Trinity. Das sieht fett aus. 7-1-4. Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit. Na, schade. Wenn sie es wirklich gesagt hat, dann... Ich bin enttäuscht, Sivir. Ich bin enttäuscht. Der Himmel besteht aus sterbenden Sternen. Vielleicht sollte schon... Ich bin enttäuscht. Falls es wirklich stimmen sollte, liebe Sivir, dann machst du hier nichts Cooles. Na, aber whatever. Ich glaube auch nicht wirklich, dass die so... Ich glaube es aber irgendwie nicht wirklich. Ich weiß nicht. Das ist halt immer so die Sache. Du kannst halt nicht in den gegnerischen Teamchat gucken, was gut ist. Gut wäre es, wenn du im Nachhinein das nachchecken könntest. Dann könntest du sehen, wer flamet denn jetzt wirklich. Wer ist denn jetzt hier wirklich am absichtlichen Feeden. Und so weiter und so fort. Dann wüsstest du das auch mal. Dann wüsstest du, wen du auch berechtigt vielleicht reporten kannst. So ist es halt ein Ratespiel. Sagen die jetzt die Wahrheit, sagen sie nicht die Wahrheit. Es wäre eigentlich aber gar nicht so eine blöde Idee, dass man im Nachhinein den Teamchat des Gegners sieht. Eieiei. Gar nicht gut. Hätte ich eventuell dabei sein können. Okay, die zwei scheinen hier irgendwie rumgetrollt zu haben, anscheinend. Naja, aber ich weiß nicht. Wenn es jetzt auch noch nach außen hin transportiert wird, dass wir auch hier feeden, dann... nicht feeden, sondern flame oder irgendjemand aus dem Team flamet. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Double Kill. Das zählt leider nicht mehr als Triple Kill. Aber wir sind legendär. 10-1 steht die ganze Sache hier. Na, es hat auch eigentlich mit unserem Skill eher zu tun, dass wir hier so extrem stark sind. Ach ja, schöne Partie mal nach langer Zeit. Team Hold Baron, sehr schön. Wir konnten hier leider nicht so wirklich pushen, aber gleich geht's auf die Top Lane. Jace wollte da nochmal denyen, dass wir hier nach hinten gehen, auf die, in die Base. Ach, das werde ich ihm nicht vergessen. Also, im negativen Sinne natürlich. Und ich baue mal ein bisschen alternativ. Komm, wir bauen Warmox. Habe ich lange nicht mehr gebaut auf Nasus. Einmal auf Soraka im Earth. Aber das war's dann auch.
Okay, Warwick, kann der die Toplane hier verteidigen? Autsch, wie viel Leben haben die Dinger denn? Stop chasing, start pushing, Leute. Kann man hier in der Mitte eigentlich ganz gut machen. Aber wir haben sogar einen Bergdrachen, der uns hier die Sache super erleichtert. Wir könnten es theoretisch finishen, aber eigentlich möchte ich als 11-1-5 Nasus jetzt nicht direkt... Boomshot! Eigentlich möchte ich es jetzt nicht direkt beenden. Ich habe eigentlich zu viel Spaß in dieser Partie. Ja, auf geht's. Also auch wenn es hier ein paar Missstände gab, ein bisschen Missgunst in dem Spiel gab, wo sich Leute nicht unbedingt was gegönnt haben, ist es hier super gelaufen. Nein! Und da hatten wir fast die Chance zum 12. Kill. Aber whatever. GG, well played. Endlich mal wieder ein Sieg nach etwas längerer Zeit für mich. Ich hatte jetzt echt eine super lange Lose Streak und jetzt sieht's mal wieder gut aus. Das war nicht mein bester Nasus ever, ja. Es gab schon bessere Szenen, zum Beispiel vor 2 Tagen. Nee, gestern war's. Verdammt. Komplett das Zeitgefühl verloren mittlerweile. Ja, passiert, wenn man ja morgens um 5.30 Uhr aufstehen muss, obwohl man so ein bisschen erkältet ist. Aber whatever. Ich möchte mich nicht beschweren. War ziemlich, ziemlich cool die Partie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.